zeig's dem Dämonenvieh! Verdammte Schatten! Ey, Ratzex Leibwächter, aha. Mhm, mhm. Rutschen. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Danke. Ja. Ach, ihr seid zu viele. Und ich krieg keine Erfahrung, weil der Magier alles macht. Oh. So. Huch. Da ist er, der Elratzek. Elratzax? Ah. Oh nein, wo fliegst du denn hin? Na. Haben wir es überstanden? Sieht wohl so aus. Das war äußerst aufschlussreich. Das scheint die normale Größe einer hierarchischen Linie der Schatten zu sein, die wir hier gerade bekämpft haben. Mhm. Aber fürs Erste sollten die Erkenntnisse reichen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier hast du etwas als Dank. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kann ich den Zauber verbessern, um die niederen Diener zu überspringen. Aber ich werde so etwas wohl nie wieder versuchen. Höchstens im Magierlager, unter geschützten Bedingungen. Ach komm, stell nicht so an. Auch ganz easy. Los jetzt! Naja. Für einen Verräter? Wo bleibst du? Und Feigling, hast du es ganz schön eilig. Kommst du? Ja, warte. Los jetzt! Toter Dämonenjäger, tot. Verdammte Schatten! Der steht nicht mehr auf. Das würde ich auch meinen. Okay, dann gehen wir vor. Autsch. Komm, lass dich treffen. Ciao. Schwarzer Ghoul, oha. Ja, naja. Okay. Sind wir bald durch? Oh. Sieht nicht so aus, ne? Autsch. Warum macht denn so viel Schaden? So, weg mit dem. Wo ist der andere? Da oben. Genau, das hat gesessen.
Naja, erkunden werden wir das alles später. Wir laufen jetzt erstmal hinterher. Mann, hätte nicht gedacht, dass ich es bis hierher schaffe. Da drüben ist er. Kannst du ihn sehen? Oh. Sieh mal einer an. Ja, ich sehe ihn. Das ist der größte Albtraum, den Kalador je gesehen hat. Ja, diese Schattenlords sind nicht ohne. Dieser Mistkerl hat meine ganzen Männer auf dem Gewissen. Lass uns angreifen. Ja, folge mir. Es ist an der Zeit, Rache zu nehmen. Außer Ghoul? Ist egal. Na? Schattenlord der Feigheit, aha. Autsch. Oh ja, das ist feige. Autsch, 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 warte. So. Ach komm. Lässt du das mal sein? Feiger Hund. Uiuiui. Bei uns jetzt wäre cool. Okay, dann nicht. Einfacher Kampf. Das war ja simpel hier, ne? Warte. Was hat denn der Cools dabei? Ein rohes schwarzes Herz, dankeschön. Na, Winter? Der Schattenlord ist erledigt. Wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Der kommt nicht wieder. Im Himmel sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier auf ewig verrotten. Ich danke dir. Ohne dich... naja. Nicht der Rede wert. Ich muss zurück zur Zitadelle. Die anderen werden sicher schon auf mich warten. Wir sehen uns. Fluch der Väter, Questerfolg. Dankeschön. Gold, Gold, Gold. Schnaps der Schatten. Klinge des Krönungsschwerts. Oh. Schmiede Kalidors Königsschwert neu. Mhm. Wollen den Rest auch in dieser Ruine hier finden? Jetzt mal hier noch gucken. Gold, Gold. Altes Wissen. Goldquarz, danke. Schattenzepter. Baumwürger. Was es hier für Sachen gibt. Nein, ich helfe nicht. Er schafft das schon. Oh, wieso sind das so viele? Und fing fort mit dir. Das war erstaunlich einfach. Aber gut, so wird ja nicht jeder Kampf sein. Von daher. Ach ja, so, schauen wir mal hier auf der Mauer. Ja, aber hier wird nichts mehr rumliegen. Oder ist hier etwas hinter? Da könnte ich jetzt rüberspringen, aber es gibt bestimmt noch einen anderen Weg. Bei uns gehört es einen Weg. Und sonst, wenn ich nichts finde, springe ich doch gerne rüber. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das tat weh.
Genau, schauen wir auf dem Dach, ob da noch was ist. Ach, wir kommen hier gar nicht hoch. Ah, da. Okay, hier geht's zumindest rein. Da ist noch Goldquarz, den holen wir uns später. Wow. Kommt der hier von der Decke gefallen? So ja nicht, mein Freund. Das ging schnell. Tatsache, 120. Oh je, das könnte ein Problem werden. Warte, warte, warte. Schlosser knacken plus 10. Amulett. Schlosser knacken plus 10. Und Ring. Wir haben keinen Ring, der Schlosser knacken kann. Zu schwierig. Also brauchen wir noch. Naja, wir haben genug Ruhm. Was soll's? Huch, nee. Was? Hey. Zack. Oh ja, dafür brauchte ich unbedingt 120. Mhm. Schädelarmbrust. Aha, Schnaps des Schatten, Schnaps der Kämpfer, des Kämpfers. Und dann wieder den anderen Kram anlegen. Huch. Welches hatte ich? Hier. Nee. Das da. Was haben wir hier? Voodoo-Puppe. Wird es wissen. Schatulle. Nekromant. Notiz als Nekromanten. Plunder. Da ist er. Non mortem timemus. Das letzte Buch ist verfasst, der letzte Tropfen aufgebraucht. Der kostbare Lebenssaft verschwendet in diesem Körper. Wenn mein Geist hinübergleitet, wird seine Botschaft wie ein Geschwür wuchern und den letzten Widerstand brechen. Ein Mensch stirbt, ein Gott entsteht. Naja. Hat nicht so funktioniert, wa? Noch ein Krug. Kerzenhalter, Pokal. Bronzeknarre. Ach, Bones, fühle ich doch nicht mal angesprochen. Löffel. Gehen wir mal nach oben. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Gut, dass du artig gewartet hast. Das war sehr nett von dir. Doch ein bisschen dumm, aber naja. Macht ja nix. Was haben wir denn hier? Voodoo-Puppe? Grimoire. Hey, die wollte doch Adric haben, oder? Messer. Gabel. Okay, cool, cool. Was haben wir hier noch? Goldquarz. Hier geht's auch wieder auf die Mauer. Aber sieht ähnlich erfolglos aus wie eben. Und auch hier drin ist nichts mehr. Okay. Machen wir uns mal langsam auf den Rückweg. Aber nicht ohne natürlich noch jeden Winkel hier in dieser Ruine abzugucken.
fange ich mal hier an. Aha. Ja, aber kein Flug und runter oder was? Da nicht so viel Sinn, wenn man sich eh teleportieren kann, ne? Klingenblatt. Oh, da ist noch ein Höllenhund. Und eine verschlossene Truhe. Was geht auf? Wurf durch Gold und Knochen. Naja. Ich gehe mal hier unten weiter. Boah. Kameraführung manchmal ist echt. Naja. Naja, ist die. Was haben wir hier oben? Warte, von da kamen wir. Und noch eine Truhe. Komm, so 10er Schlösser hättet ihr euch sparen können. Streitkolben, Fuselgold, Jadestein. Warte, wenn wir von da kamen, dann gehe ich mal hier hoch. Ach. Na gut. Aber hier oben waren wir noch nicht. Und so wie es aussieht, nicht so tragisch. Hier oben scheint auch nichts zu sein, okay. Und hier haben wir gerade den Hund verhauen, oder? Nee, nee, haben wir gar nicht. Schattenwaffe. Okay, da geht's nach unten. Da geht's raus, okay. Gut, gut. Hier haben wir einen Hund verhauen, genau. Ins tiefer war's. Der Mauer war auch nichts. Das Tor hier ist auch zu. Wo geht's denn hier rum? Mhm. Nichts zu holen, okay. Hm. Hier ist noch ein Goldquarz. Dann war es das so langsam, oder? Meine gerade noch was gehört zu haben. Hier nichts zu holen. Nee. Warte, hier ist auch noch ein Raum. Hey, lass mir auch noch was übrig. Und hier geht's nur zu Termitenkriegern. Ich von hier oben nicht treffe. Also nicht gut treffe. Was, dass ich jetzt hier lang gegangen bin? Oh, Tatsache. Hier ist noch eine Kiste. Truhe. Ui. Schade.
Okay, nur einen. Und zack. Geisterklinge. Schaden 55 bis 85. Krass. Was macht unser Schwert hier? Magierflorett. Oh, kann man auch aufwerten. Oh, die Geisterklinge machen mehr Schaden. Cool. Aber sie leuchtet nicht mehr. Naja. Da ist der Teleporter. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Sieht ja nicht so aus. Nee. Und sonst hier... Wow. Erschreckt mich doch nicht so. Gut, gehen wir mal zurück. Das war hier hinten, glaube ich. Ein Goldklee, da ist der Teleporter. Dann haben wir hier alles, ne? Obwohl, hier draußen haben wir nicht groß geguckt, aber ich fürchte... Okay, da ist nur ein Lagerfeuer. Hier aus dem Weg. Mal kurz hier oben reingucken. Noch eine Truhe. Funkender Ohrring. Naja... Ah, hier hätte bestimmt der Magier sein Lager aufgeschlagen. Aber gut, hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Ja, schön, schön. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal gehen wir die restlichen Quests ab, bringen das Buch weg. Und überhaupt haben wir ja noch einiges zu tun hier. Stimmt, wir können Eldrick davon berichten, dass wir hoffentlich jetzt alle gefunden haben. Und so weiter und so fort. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.